Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier in Kofia uns holen können. Und dafür bin ich schon einmal hier nach Kofia rüber, bin auf den Koordinaten 47, 31 und hier haben wir ein Nest bzw. eine Kiste, die wir von dem Baum runterholen müssen. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir müssen nämlich als allererstes eine giftige Motte anklicken. Und die können wir uns hier einfach holen, beziehungsweise an diesen Bäumen rund um diesen Baum hier sind da einige Spots. Da hinten hatte ich vorher schon mal einen gefunden. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir einen von diesen Mobs hier anvisieren und mit dem quasi hier gegen den Baum chargen. Jetzt gucken wir mal, hier haben wir zum Beispiel einen. Nee, der will jetzt irgendwie nicht. Okay, ich muss einen anderen finden. Ich glaube, wir brauchen nicht eine Mutter, sondern einen normalen. Vielleicht finden wir oben nochmal einen. Müssen wir aber aus dem Kampf rauskommen, weil im Kampf können wir das nicht verwenden. Ich glaube, so einen brauchen wir. Nee, das ist ein Alpha. Das ist auch ein Alpha. Gucken, vielleicht geht der Alpha auf. Wir brauchen normalerweise... Ah ja, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir da weit genug kommen. Und mit dem müssen wir nämlich jetzt gegen den Baum chargen. Wahrscheinlich wäre die Mutter auch gegangen. Man darf bloß nicht im Fight sein. So oder la. So, wir sind dagegen gelaufen. Das Ding ist runtergefallen, wie ihr gesehen habt. Und jetzt können wir es aufmachen. Jetzt kriegen wir ein paar Sachen raus. Und hier silberne Splitterfellpfeife. Und dieses Item lernen wir jetzt einmal. Das ist eins von, ich glaube, 10, 15 neue Toys oder was es gibt. Hier lernen wir mal. Dann gucken wir uns das auch gleich noch an. Und zwar, was macht das? Silberne Splitterfellpfeife beschwört den Geist von Kashar, der euch für 20 Sekunden lang rasch davonträgt. Außer er ist müde, dann trägt er euch nur für 2 Minuten lang langsam herum, kann nur in den Schattenlanden verwendet werden. Also, ich würde sagen, das probieren wir gleich mal aus. Schauen wir mal, ob er mich schnell herumbringen will. Und ihr seht schon, der läuft ganz schön zügig. Movement Speed, 410er Movement Speed, also deutlich schneller als jedes Bodenreittier. Und sieht auch ganz cool aus, ne? Also das ist halt auch so ein Viech, was wir gerade übernommen haben. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. 5 Minuten Abklingzeit. Ich würde behaupten, hier in Kofia, wo man leider nicht fliegen werden kann, macht es auf jeden Fall Sinn, das mitzunehmen. Und ich würde sagen, das packen wir mal irgendwo in die Leiste. Dann, ich vermute, das werde ich das ein oder andere Mal brauchen. Sobald das anscheinend ausgelaufen ist, haben wir den Buff noch 2 Minuten lang weiter drauf. Und dann läuft er halt ein bisschen langsamer. Da macht es aber wahrscheinlich dann eher Sinn, aufzumounten und ein ganz normales Mount zu nehmen. Da wird man schneller sein. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Viel ist es nicht zu tun. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr schnell die Motte da findet, beziehungsweise dass es schnell bei euch klappt, das Toy zu kriegen. Ich verabschiede mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.